Wie schnell ist Lumina Neo? Wie gut ist die Performance? Hat uns die Firma hinter Lumina Skylum zu viel versprochen, als sie gesagt haben, dass sie Neo wirklich schneller machen oder nicht? Gestern habe ich ja bereits einen sehr, sehr großen, umfangreichen Testbericht zu Lumina Neo veröffentlicht. Ich verlinke dir den unter dem Video oder hier oben. Geht über eine Stunde, wo ich eigentlich auf ziemlich viele oder so ziemlich alle Details eingehe von der Software. Aber das war eben noch mit der Release-Version mit Lumina Neo 1.0.0. Und zu meiner Verärgerung muss ich sagen, nachdem ich das Video aufgenommen habe, kam bereits das erste kleine Update und zwar Lumina Neo 1.0.1. Also nicht zu verwechseln mit dem Update 1, wo dann neue Funktionen kommen, das wäre dann 1.1, sondern 1.0.1. Es ist nach wie vor die Version 1.0. Aber eben mit einem kleinen Update, wo ein paar Bugs beseitigt wurden. Und als ich das Update ausprobiert habe, ist mir eigentlich aufgefallen, dass sich auch die Performance tatsächlich ein wenig verbessert hat. Und das möchte ich jetzt in diesem Video live checken. Wir schauen jetzt einfach mal, wie gut die Performance wirklich ist. Das heißt, ich gehe in den Bearbeitungsmodus, werde mehrere Bearbeitungsschritte einfach nacheinander durchführen, relativ zügig, die Regler relativ extrem ziehen und wir schauen, ja, wann das Programm in die Knie geht, wann es einfach überhaupt gar nicht mehr gut und flüssig ist und so weiter. Also wir werden das Programm jetzt ein bisschen fordern. Und kurz zum Setup, falls hier jemand fragt, das ist einfach ein, ja, ein Windows-Desktop-PC. Also man kann diesen Check jetzt vielleicht nicht ganz für alle Mac-User 1 zu 1 irgendwie auch nehmen oder vergleichen. Also es ist so ein ganz guter Mittelklasse-PC, aber es läuft jetzt auch ziemlich viel parallel. Also die Kamera ist an den PC angeschlossen, wo ich mich gerade aufnehme, ein Screen-Capture-Programm, Ton wird extra aufgenommen, ein paar Browserfenster sind offen und so weiter und natürlich Lumina Neo. Also es ist jetzt nicht so, dass jetzt alles andere deaktiviert wäre. Es läuft hier einiges im Hintergrund und wir checken das jetzt einfach. Dazu wechsle ich jetzt mal auf den Bearbeitungsmodus. Genau, kurz zu diesem Bild. Das ist auch ein ganz altes Bild von mir, eine ungeschärfte RAW-Datei und die Bildschärfe dürfte generell nicht gut sein. Ich gehe mal in die 100%-Ansicht, weil das habe ich mit dem Pancake-Objektiv aufgenommen und einem Weitwinkelkonverter davor. Ja, für das geht die Bildschärfe ja noch, aber ja, man sieht, es ist generell kein super scharfes Bild. Der erste Schritt, weil es ja eine RAW-Datei ist, ist entwickeln. Und diesen Punkt möchte ich noch ganz kurz vorwegnehmen, denn das habe ich in meinem Testvideo von gestern gar nicht so explizit erwähnt. Und zwar, wenn man eine RAW-Datei hat, sollte man als ersten Schritt immer den Entwicklungsreiter machen, denn eine RAW-Datei muss ja logischerweise anfangs entwickelt werden. Für mich war das einfach klar, ich habe es jetzt einfach dann auch im Video nicht so speziell gesagt. Das heißt, wenn ich jetzt nicht in den Entwicklungsreiter gehe und mir die Datei entwickle und ich nehme irgendeinen anderen Filter, zum Beispiel Enhance AI, und ich mache da was, dann sieht man, dass hier oben dieses RAW verschwunden ist. Was ist da passiert? Dann hat er im ersten Schritt die RAW-Datei entwickelt, aber ohne dass du jetzt hier eben etwas aus deiner RAW-Datei herausgeholt hast. Das heißt, er hat sie dann einfach so entwickelt, wie sie war, ohne sie nachzuschärfen und so weiter. Das heißt, wenn du eine RAW hast, immer als ersten Schritt hier entwickeln. Ich gehe jetzt mal zurück, ich klicke wieder auf Original wiederherstellen. Ja, gut, jetzt ist das Original wiederhergestellt. Ich gehe jetzt nochmal kurz, ohne dass wir was gemacht haben, ich gehe in die 100%-Ansicht. Da braucht er ganz kurz zum Scharfstellen, aber nicht schlimm. Ich schneide hier jetzt nichts im Video. Ich hoffe, dass ich mich nicht zu viel verplappere, damit das Video nicht zu blöd wird. Bei Lumina war es auch immer so, wenn man da in der 100%-Ansicht das Bild verschoben hat, dann hat er immer gebraucht zum Scharfstellen. Ich verschiebe das Bild jetzt mal. Wie lange braucht er zum Scharfstellen? Nein, nicht lange. Aber gut, wir haben noch keine Bearbeitung. Nein, gar nicht. Ja, gut, also das geht. Das wird mich jetzt nicht stören. Das ist jetzt eigentlich so gut, aber wir haben ja noch keine Bearbeitungsschritte gemacht. So, wir gehen jetzt den ersten Schritt in die RAW-Entwicklung. Wir gehen zurück. Ich gehe mal auch von der Ansicht her wieder zurück. Hier haben wir einfach die klassischen RAW-Regler. Ich würde mir auch eine Verzerrungskorrektur machen, chromatische Aberrationen reduzieren. Wir können jetzt mal schauen, die Lichter ein bisschen abdunkeln, ob wir da was rausholen können. Schatten, ja, ein bisschen aufhellen. Intelligenter Kontrast nach rechts. Und die Gesamtbelichtung dafür aber noch ein bisschen zurückziehen. Dann würde ich mal schauen, ob man da bei der Schärfe was optimieren können. Wie gesagt, das ist eine ungeschärfte RAW-Datei mit einem Weitwinkelkonverter. Also da kann man natürlich niemals eine Top-Schärfe verwenden. Ich habe gestern auch diesen Kritikpunkt angebracht, dass man beim Nachschärfen eben nicht wie bei Adobe Lightroom auf diesen Modus umstellen kann, wo man dann genau sieht, auf welche Kanten und Details sich die Schärfung bezieht. Das funktioniert nicht. Bei Lightroom kannst du eben die Alternativtaste gedrückt halten und dann den Regler ziehen und dann wird das Bild schwarz-weiß und du siehst, worauf sich die Schärfung bezieht. Ja, maskieren heißt halt einfach, wenn man den nach
nach links dreht, dann geht es halt auch auf die kleinsten Details. Und wenn ich den halt weiter nach rechts drehe, dann geht es halt hauptsächlich auf die Kanten. Also wenn ich hier jetzt diese Einstellung hätte und dann Schärfen raufziehe und auch den Radius, das ist das Pendant zu Pixel bei Adobe Lightroom, da kannst du es eben in Pixel einstellen, dann wird diese Schärfung eben auf die Kanten laufen sozusagen. Wenn ich jetzt die Maskierung so nehme, dann würden auch kleinere Details nachgeschärft, wird dann in diesem Fall auch schon ein bisschen kriseliger, müsste man den Radius zurücknehmen. Die Stärke, okay. Also wir haben es jetzt mal ein bisschen nachgeschärft, ist jetzt nicht perfekt und wir haben es ein bisschen aufgehellt, das heißt, wir machen eine Luminanz-Rauschunterdrückung. Übrigens wollte ich nur sagen, auch was mir aufgefallen ist, die RAW Engine bei Lumina Neo ist auch richtig gut. Also da kann man tatsächlich auch viel herausholen aus den Bildern, auch jetzt, was jetzt die Wiederherstellung in den Tiefen und Lichtern sozusagen des Bildes betrifft und so weiter. Also ich bin da eigentlich schon ziemlich zufrieden. Genau, okay, da haben wir jetzt mal ein bisschen nachgeschärft. Ich würde die Lichter tatsächlich noch mal ein bisschen abdunkeln. Schauen wir mal. Und vielleicht können wir auch mit dem intelligenten Kontrast zumindest das Bild schärfer wirken lassen. Das wollte ich auch gleich mal sagen, so diese Detailanpassung ist eigentlich schon eine arbeitsintensive Anpassung. Okay, dann eben Objektivkorrektur, wie gesagt, haben wir schon vorgenommen. Das wird er hier nicht genau erkennen, weil er hat ja hier, glaube ich, 16 mm, das war mit APS-C, er hat hier 16 mm im Profil, weil den Weitwinkelkonverter erkennt er nicht. In Wirklichkeit wären es halt mit Weitwinkelkonverter 12 mm gewesen. Aber hier mal Verzerrungskorrektur aus, Verzerrungskorrektur an. Okay. Machen wir mal vorher, nachher schauen wir, wie schnell das funktioniert, wenn ich unten aufs Auge klicke. Ja, das war vorher, Auge loslassen, nachher. Also das waren jetzt mal nur ein paar kleine Steps bei der RAW-Entwicklung. Jetzt checken wir nochmal die 100% Ansicht. Wie lange braucht er zum Scharfstellen? Ich klicke rein, 1, 2, 3. Ja, aber es geht noch, ich verschiebe jetzt mal. Ja, ein bisschen braucht er, ein bisschen Verzögerung haben wir drin. Aber wie gesagt, unter normalen Umständen würde ich auch nicht parallel dazu eben den Bildschirm aufnehmen, eine Kamera aufnehmen und noch andere Sachen angeschlossen haben, sondern da würde ich natürlich, wenn ich wirklich Bilder bearbeite, jetzt nicht da 5 andere Programme laufen lassen nebenbei, dann wird es wahrscheinlich noch ein bisschen schneller gehen. Insgesamt ist es, ja gut, wenn ich jetzt öfter verschiebe, er braucht ein bisschen, gut, okay, aber es geht noch, aber wir haben ja auch erst jetzt den Entwicklungsreiter gemacht. Jetzt, was passiert, wenn ich jetzt mehr übereinander lege und bitte jetzt keine Ansprüche an die Bildbearbeitung, es geht wirklich nur um den Performance-Check, ich drehe die Regler mal. Okay, also Anpassung hat hier schnell funktioniert. Ich klicke auf das Auge, dass wir sehen, zack, okay, das hat jetzt der Enhance AI gemacht. Zack, das geht eigentlich auch. Also wenn ich jetzt aufs Auge klicke, zack, sowas ohne Enhance AI, Auge loslassen, so mit Enhance AI. Wenn ich jetzt auf der Gesamt vorher nachgehe, sowas vorher gesamt, so ist es jetzt. Ich drehe den Regler bis zum Anschlag, 100%, 100%, sieht jetzt schon ziemlich quietschig aus, müsste man dann die Farbe noch, die Sättigung ein bisschen vielleicht auch zurücknehmen, das wäre mir zu extrem. Da könnte man auch auf den Änderungsreiter zurückgehen. Ich gehe zurück auf Entwickeln nochmal rein und nehme bei Entwickeln bei der Farbe jetzt mal die Sättigung zurück. Und jetzt gehe ich wieder auf Enhance AI auf den letzten Schritt. Okay, jetzt sind wir hier drin. Gut, dann nehmen wir nochmal einen arbeitsintensiven Filter. Ich würde mal sagen, wir gehen auf Himmel AI, Himmelauswahl. Wir nehmen jetzt mal... vielleicht hier ein Nachthimmel. Schauen wir mal kurz, wie lange braucht er? Ich habe schon geklickt. Okay, er ist jetzt drin. Ja, Szene neu belichten, das passt jetzt natürlich noch nicht so ganz zusammen. Ich klicke jetzt mal Stärke der Neubelichtung, dass der Vordergrund auch wirklich so ein bisschen auf das gesamte Bild gelegt wird. Okay, ich klicke hier nochmal stärker. Sättigung der Neubelichtung könnte man hier auch nochmal krasser einstellen. Okay, also wie gesagt, das sind jetzt keine künstlerischen Ansprüche an die Bildbearbeitung. Das wäre natürlich schrecklich, so würde ich das niemals machen. Einfach nur ein Performance-Test. Wir legen jetzt noch ein paar Dinge drüber. Mystisch-Filter, klicke ich auch nochmal nach rechts. Okay, jetzt haben wir schon einige Dinge gemacht. Dramatisch-Filter vielleicht auch nochmal. Also jetzt wird es ja dann wirklich kurios. Gut, und jetzt schauen wir mal wieder in die 100%-Ansicht. Wie lange dauert es jetzt? Jetzt haben wir wirklich schon einiges gemacht. RAW-Entwicklung, Enhance AI, Himmel drüber gelegt, ein paar andere Filter ein bisschen bedient und so weiter. Ich gehe jetzt mal 100%, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, braucht ein bisschen länger, um scharf zu stellen. Das Bild ist jetzt natürlich kompletter Schrott. Ich verschiebe es ein bisschen. 3, 4, okay, das geht aber. 1, 2, 3, 4, 5, ja, ein bisschen dauert. Aber man muss sich halt überlegen, ich meine, diese rechenintensiven Filter
Wenn man jetzt immer sagt, ja, Lightroom ist ja viel schneller und so weiter, ja, aber in Lightroom habe ich auch nicht diese eine hohe Anzahl an rechenintensiven Filtern in dieser Richtung, die ich da drüber lege. Das muss man halt schon auch gegenrechnen. Also wenn ich hier jetzt nur eine RAW-Entwicklung mache und so weiter, und das wird man ja auch in vielen Fällen machen, nur weil hier Sky AI ist, heißt das ja nicht, dass ich jetzt bei jedem Bild einen neuen Himmel einfüge und die Vorlagen, die jetzt integriert sind, gefallen mir persönlich sowieso nicht so gut. Also man könnte das nutzen, wenn man wirklich seine eigenen Himmel mal austauschen möchte und so weiter. Aber das heißt ja nicht, dass man immer so vorgeht. Gut, jetzt gehe ich, jetzt schauen wir mal. Also so ganz schlecht wirkt das auf mich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Für das, dass ich jetzt wirklich schon einiges übereinander gelegt habe. Ich gehe jetzt nochmal zu den Änderungen zurück. Oder beziehungsweise ich klicke mal auf Aktion, Original wiederherstellen. Wie lange braucht er jetzt, bis das Original wiederhergestellt ist? Okay, das waren jetzt 2 Sekunden oder so. Und jetzt klicke ich nochmal rein, 100%. Braucht er auch wieder kurz zum Scharfstellen. Ich verschieb's. Kurz zum Scharfstellen, das ist jetzt wieder das Original. Ja, also so ein kleines Zwischenfazit an dieser Stelle. Ich habe ja viele Stunden mit der Version 1.0.0 gearbeitet, eben um meinen Testbericht aufnehmen zu können, um das Programm vorab ein bisschen zu checken, was kann es nicht, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen. Und jetzt eben, ja, ein bisschen eben schon die Version 1.0.1 ausprobiert. Und ich muss sagen, gefühlt ist 1.0.1 eben schon schneller. Also ihr könnt euch gerne natürlich, eben wie gesagt, wer es noch nicht gesehen hat, meinen Testbericht, ich verlinke es dir unter dem Video. Und auch Lumina Neo verlinke ich dir unter dem Video. Aktuell läuft auch eine Rabattaktion, die verlinkt ist, beziehungsweise immer wenn eine Rabattaktion ist, werde ich dir das mit dem Link unter dem Video bereitstellen. Ich habe einen Rabattcode auch, der ist 99 Blickwinkel, aber derzeit werden keine Rabattcodes und auch in den nächsten Wochen meines Wissens nach werden keine Rabattcodes für Lumina Neo angenommen. Nur für die anderen Produkte von Lumina, also wer sich Lumina AI kaufen möchte, das kann er, glaube ich, jetzt derzeit sogar mit meinem Rabattcode zum halben Preis kaufen im Vergleich zu Lumina Neo. Und es ist auch ein gutes Programm. Also da geht der Rabattcode 99 Blickwinkel. Aber bei Lumina Neo werden die nächsten Wochen keine Rabattcodes funktionieren. Und vielleicht werden sie auch gar nie funktionieren. Das lässt die Firma Skylum noch offen. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Aber wie gesagt, jetzt so mein Ersteindruck ist jetzt nicht schlecht. Ich gehe jetzt mal zurück auf den Katalog. Machen wir einfach noch ein anderes Bild. Ich nehme jetzt mal wahllos einfach dieses Bild. Ich klicke auf den Bearbeitungsreiter. Oh, hier sieht man da Objektivkorrektur. Wir haben hier in den Ecken diese typische Vignettierung. Es ist auch eine RAW-Datei. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal rein auf Entwickeln. Ich klicke mal auf die Verzerrungskorrektur. Ich mache mal die Ecke größer. Schaut mal auf die Ecke. Verzerrungskorrektur und chromatische Aberration. Ja, super, das ist weg. Machen wir hier mal kurz vorher, nachher, wie man das Bild entzerrt hat. Also so war es vorher, so ist es jetzt. Genau, also das funktioniert wirklich gut. Ansonsten, hier machen wir auch, schauen wir mal die Lichter ein bisschen, aber Lichter dunkler, Schatten aufhellen, ist jetzt egal. Wir testen jetzt mal wirklich nur, jetzt gehen wir mal rechenintensiver nochmal auf die Details. Das heißt, wir schauen mal hier auf Schärfen, wie gesagt, ungeschärfte RAW-Datei. Maskieren würde ich mal eher ein bisschen mehr auf die Kanten doch gehen und ja, Luminanzrauschen etwas reduzieren. Farbrauschen haben wir hier wahrscheinlich kaum. Schauen wir mal ganz kurz. Ein bisschen mehr Luminanzrauschen rausnehmen. Gut, das funktioniert aber. Also ich habe zum Beispiel gerade bei den Details, und warum ich das jetzt auch immer mache, ist, weil ich gerade den Eindruck hatte bei Lumina Neo 1.0.0, dass wenn ich auch bei den Details und so weiter, da hat er einfach viel länger gerechnet als jetzt. Also gut, ich verschiebe jetzt das Bild und jetzt schauen wir mal. Gut, ein bisschen braucht er, 1, 2, 3, 4. Also ein bisschen dauert es schon, aber es ist jetzt nicht dramatisch. Also es schränkt mich jetzt nicht extrem ein oder so. Es fühlt sich einfach nicht so unangenehm an. Also hatte ich schon ein schlechteres Gefühl beim Arbeiten mit Lumina-Programmen in den Vorgängerversionen. Gut, Himmel, AI verstärken. Genau, ich drehe jetzt einfach nochmal ein bisschen die Regler, ist auch scheißegal. Hier würde natürlich gut das Sonnenstrahlenfilter mal reinpassen, weil wir eine Sonne haben. Sonne platzieren im Zentrum. Ich klicke auf die Sonne. Ich klicke auf die Menge der Strahlen. Das ist natürlich zu extrem. Gesamteindruck vielleicht ein bisschen, ja. Das sieht man auch, Gesamteindruck nach rechts, dann wird einfach, ist das Gegenlicht stärker, dann wird das Bild einfach heller. Länge der Sonnenstrahlen, wie gesagt, das ist jetzt kein Anspruch an irgendeine Bildbearbeitung. Länge der Sonnenstrahlen, Penetration gehen wir mal runter. Dann, was ich manchmal auch ganz gerne mag, diesen Mystisch-Filter, nicht jetzt extrem drehen, aber nur ganz leicht, einen Moment. Der bringt dann oft so einen Touch rein, also ich klicke noch ein bisschen mehr.
Der macht halt es auch so ein bisschen weich, so ein bisschen verschwommener etc. Ich klicke mal nur zur Demonstration auf 100%. Das wirkt dann halt surreal und so weiter. Aber das läuft zum Beispiel auch, das ist jetzt kein AI-Filter, aber das läuft halt total flüssig. Also da muss man halt schon sagen, ja, finde ich jetzt nicht so schlecht. Leuchten, ich klicke mal 100, ganz extrem, aber das geht auf die Sekunde. Da muss man jetzt nicht mal eine Hundertstel Sekunde warten. Also Moment, ich klick und ich klick und ich klick und ich klick. Also die Nicht-AI-Filter, wie man da eben sehen kann, die gehen echt auf die Sekunde. Schwarz-Weiß, konvertieren in Schwarz-Weiß, sofort. Ich habe geklickt und das war's. Rückgängig, geklickt und das war's. Konvertieren, das war's. Ich verschiebe hier die Regler, passt das an, zack. Also das geht wirklich. Die Nicht-AI-Tools, die funktionieren tatsächlich wirklich auf den Klick. Da ist nicht mal eine Hundertstel Sekunde Verzögerung. Stimmungs-AI, Nebel, weiß nicht, ob er da jetzt, aber es funktioniert auch gut. Ja, geschichteter Nebel. Ja, ich klicke jetzt einfach nur viel herum, nur um zu sehen, wie es eben läuft. Dann dramatisch fehlt er noch, jetzt machen wir das Bild richtig hässlich. Tönung. Und jetzt legen wir noch ein Mood, also das ist ein LUT, genau, jetzt legen wir noch ein LUT drüber. Ja, okay. Also, und vorher, nachher, wie schnell geht jetzt Vorher-Nachher-Ansicht? Ich klicke drauf, vorher und jetzt, vorher und jetzt. 100% Ansicht, ich klicke drauf. Gut, jetzt kann ich schon fast nicht mehr beurteilen, wann es scharf ist, weil jetzt habe ich schon so viel drüber bearbeitet. Nein, okay, also passt. So, ich verschiebe es mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, jetzt braucht er ein bisschen schon beim Verschieben, das muss man schon sagen. Aber jetzt haben wir halt echt extrem viele Änderungen gemacht und geklickt. AI-Filter auch verwendet und so weiter. Ja, original wiederherstellen. Wie lange dauert es? Ich klicke. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, okay. Das geht eigentlich. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, mein Zwischenfazit, wir werden jetzt auch gleich, jetzt werde ich nochmal schnell bearbeiten und dann schauen wir, wie lange das Exportieren dauert. Aber es läuft flüssiger. Es läuft flüssiger. 1.0.1 läuft flüssiger als 1.0.0. Jetzt gehe ich hier nochmal ganz kurz eben, ja. Automatische Verzerrungskorrektur, Objektivkorrektur, so bla bla bla. Ich klicke jetzt nochmal ein paar Dinge. Jetzt drehen wir noch Enhance AI rauf und dann schauen wir, wie lange der Export dauert. Genau, Enhance AI, Himmel verstärken. Ja, hauen wir noch eine Vignettierung drüber, ist auch scheißegal. Gut. Dann mache ich die Belichtung nochmal ein bisschen rauf. Ja, ist auch scheißegal. Jetzt klicken wir mal auf Exportieren. Rechte Maustaste, Exportieren. JPEG, Größe, sRGB, Auflösung, Qualität. Ich klicke auf 100%, ich klicke auf Exportieren. Okay, schauen wir mal. Exportieren 0 von 1, wie lange dauert das jetzt eigentlich? Okay, es dauert ein bisschen. Na, das war's. Das war's. Okay, also definitiv nicht länger wie in Lightroom. Also so lange braucht Lightroom bei mir auch. Auch die neueste Version von Lightroom. So ein paar Sekunden, dann ist es exportiert. Ja. Also wie gesagt, das war jetzt vielleicht kein technischer Test mit irgendwie Messen und so weiter, also dass ich irgendwie was gestoppt hätte oder so. Aber ich wollte einfach nur ein paar Regler drehen und auch wirklich hier live zeigen, wie schnell ist die Performance, wenn du 100% reingehst, wenn du es verschiebst. Gut, da dauert es jetzt ein bisschen. Aber wie gesagt, einige Regler liegen hier auch schon übereinander. Aber es ist jetzt nicht so massiv störend. Okay, jetzt braucht er kurz zum Scharfstellen, aber ja, nochmal kurz, er braucht kurz. Okay, also du hast es im Video jetzt live gesehen. Was ist denn deine Meinung? Schreib doch bitte gerne einen Kommentar. Also meine Meinung ist, ja, Lumina 1.0.1 läuft für mich. Ich habe jetzt den Changelog nicht gesehen, was die alles gemacht haben. Ich weiß, dass sie ein paar Bugs ausgebessert haben. Aber es läuft für mich nochmal flüssiger als 1.0.0. 1.0.0 war ich eher enttäuscht von der Performance. Nicht, weil sie jetzt irgendwie schlechter wäre wie die Vorgängerversionen, aber sie haben es halt so groß angekündigt. Und ja, ganz so ist es halt da nicht gewesen. Jetzt kommt schon dem schon näher. Also ich finde die Performance nicht schlecht. Es ist nach wie vor natürlich ja noch nicht irgendwie 100% schnell, aber es hat jetzt schon ein Level erreicht, wo man einfach nicht mehr, wo es nicht mehr so extrem störend ist oder so. Also ich kann damit jetzt schon ziemlich flüssig arbeiten. Und wie gesagt, bitte bedenken, es laufen hier noch andere Programme und natürlich haben wir jetzt auch vermehrt auch hier in diesem Check auch diese rechenintensiven AI-Filter und so weiter genommen. Ja, wenn es das so in Lightroom auch gäbe und du würdest diese AI-Filter nehmen, Himmel austauschen, dies und das, dann würde Lightroom auch länger brauchen.
Also wie gesagt, von dem her, Exportieren des Bildes war jetzt auch in Ordnung. Braucht Lightroom bei mir auch ein paar Sekunden auf diesen Rechner auf Windows und da waren es jetzt auch ein paar wenige Sekunden, das Bild war exportiert. Also ich finde das eigentlich ganz okay. Ich meine, sie haben riesige Versprechungen gemacht. Ob jetzt die Performance wirklich so ist, dass es jetzt lichtgeschwindigkeitsmäßig zu bedienen ist, würde ich jetzt nicht unterschreiben. Schlecht ist sie jetzt aber meiner Meinung nach für das, was gemacht wird, eben auch nicht. Wie gesagt, rechenintensive AI-Filter, geht das für mich in Ordnung. Wenn man einen leistungsstärkeren Computer hat, ist die Performance sicherlich noch besser, als wie ich hier jetzt im Video zeige. Wenn man nicht andere Programme parallel laufen lässt, ist die Performance wahrscheinlich auch noch besser. Vielleicht auf Mac wird sie wahrscheinlich besser sein wie auf Windows. Das sind alles Faktoren, die man mit einbeziehen muss. Ja, und ansonsten möchte ich abschließend noch sagen, dass es gestern ja auch von einigen, auch anderen YouTubern und so weiter, auch Kritik gab an Lumia Neo per se, die ich teilweise so nicht ganz teilen kann. Also es war schon gerechtfertigte Kritik, aber die Adressierung der Kritik beziehungsweise die Differenzierung hat mir gefehlt. Denn es wurde zum Beispiel kritisiert und auch ein Kommentar unter meinem Testbericht gab es auch, dass der Test nicht gut ist, weil hier sind ja noch nicht alle Funktionen drin und so weiter. Ja, und ich wollte hier an der Stelle nur mal sagen, ja, natürlich, es fehlen noch Dinge in Lumia Neo, die auch eben auf der Roadmap sind. Man weiß ganz genau, was mit dem Update 1 kommt und so weiter. Eben Bokeh-Hintergrund austauschen und so weiter. Mask AI, also Maskierungs-AI-Tool und so weiter, das kommt noch. Und natürlich fehlen noch ein paar grundlegende Dinge, wie zum Beispiel hier das Histogramm und so weiter. Und ja, ich weiß, ein Histogramm ist natürlich ein zentrales Bildbearbeitungswerkzeug. Das ist schon klar. Nur sollte man die Kritik differenzieren, denn dass jetzt das Histogramm in Lumia Neo jetzt noch fehlt, deswegen ist ja Lumia Neo nicht schlecht, sondern was ja da schlecht ist, das war das Zeitmanagement der Firma dahinter von Skyloom. Die Software selber kann ja nichts dafür, dass sie es noch nicht eingebaut haben und deswegen sage ich Kritik differenziert. Wenn ich jetzt Kritik an Neo übe, dann sage ich, okay, ich habe zum Beispiel auch Kritikpunkte gebracht, die ich bei anderen vielleicht gar nicht gehört habe, zum Beispiel, dass es in Lumia Neo immer noch kein Panorama-Stitching gibt, dass es noch kein HDR-Stitching gibt, also so wie in Lightroom, da kann ich mehrere RAW-Dateien quasi unterschiedlich belichtete RAW-Dateien zu einer Super RAW quasi verschmelzen, Super RAW HDR sozusagen Datei und die ich mir dann entwickeln kann. All das fehlt mir zum Beispiel in Lumina Neo und das kommt auch nicht und das kann ich dann auch berechtigt, sage ich mal, kritisieren an der Software per se, denn das wird ja auch nicht kommen in der Software, das wird in Lumina Neo nicht kommen, wurde nicht angekündigt, wird nicht kommen und das ist dann ein legitimer Kritikpunkt. Dass jetzt ein Histogramm und so weiter und gewisse Funktionen jetzt noch nicht drin sind, ja, das ist auch absolut berechtigte Kritik, aber ich würde es halt nicht als berechtigte Kritik am Programm selber, wenn man weiß, es kommt, sondern da muss man halt das richtig adressieren, also berechtigte Kritik wirklich am Team vom Skyloom, also die Firma hinter Luminar, die diese auch teilweise essentiellen Features auch zur Release-Version 1.0.0 noch nicht integriert haben. Die haben sich einfach verrechnet. Die haben einfach ihr Zeitmanagement, die haben länger gebraucht und die mussten dann liefern, weil sie haben es ursprünglich für Dezember angekündigt, dann ist es jetzt erst im Februar gekommen und dann immer noch nicht alle Funktionen. Also ich verstehe, dass man Kritik übt, aber wie gesagt, ich würde die Kritik wirklich eher differenzieren zwischen Kritik am Team dahinter und Kritik an der Software selber. Und wie gesagt, wenn ich weiß, die Dinge kommen in der Software, dann kritisiere ich die Software nicht dafür. Und die Software kann ja nichts dafür, dass es noch nicht eingebaut wurde. Genau. Also das wollte ich an der Stelle noch sagen. Ja, und wenn du meinen Testbericht noch nicht gesehen hast, unter dem Video findest du den Testbericht. Und wenn du Lumina kaufen möchtest, Rabattaktion auch unter dem Video verlinkt. Ich bin jetzt mal raus, freue mich auch über deine Meinung in den Kommentaren. Wenn das Video gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!